Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in den Kreis der Unnachgiebigkeit in den mittleren Rang reingestürmt, haben unsere ersten Monstereier gefunden und stehen jetzt so ganz knapp vor dem Bereich, wo wir hier hin wollen. Aber jetzt holen wir erstmal das nach, was wir letztes Mal nicht gemacht haben, weil wir ja schon ultra viele Einträge hatten. Nämlich holen wir mal die ganze Liste hier nach, also die vier hier, die wir letztes Mal gefunden haben. Angefangen mit dem Kreiseschleim. Schleime, die in Stacheln gewachsen sind. Nachdem sie sich eine Mahlzeit zweifelhafter Herkunft schmecken ließen, sie greifen an, indem sie mit Hilfe ihrer Stacheln rasend schnell rotieren. Wie die Kreise, denen sie von der Form her ähneln. Ja, coole Schleime. Der Bambusbüdel. Diese komplizierten Konstrukte sind Killermaschinen. Nachempfunden wurden aber aus Bambus gebaut, um die Herstellungskosten niedrig zu halten. Also wurden sie von Mr. Krabs oder Dagobert Duck gebaut. Okay. Stahlspatz. Entzückende mechanische Vögel, die von Monstern erschaffen wurden, um die Menschheit zu massakrieren. Ihr glänzendes Gefieder ist ein Rasiermesser scharf. Ein einziger Schlag ihrer eisernen Flügel kann tödliche Folgen haben. Und Belief. Durchtriebene Dämonen, die jeden zum Bibbern bringen. Eltern drohen häufig damit, dass sie zu Besuch kommen, wenn Kinder sich nicht benehmen wollen. Eltern haben in der Hinsicht viele Geschichten erzählt. Nicht 1% davon ist wahr. Ja, hier in der Ebene fehlt uns noch der Sichelschlitzer, der große Soldat, der rumlief, und noch zwei unbekannte Monster, wovon eins höchstwahrscheinlich ein Schleim ist, weil so bis 30 ungefähr sind alles Schleime. Zumindest soweit ich das gesehen habe bisher. Die 381 ist wahrscheinlich wieder irgendein Dämonenvieh, was zu irgendeiner speziellen Jahreszeit auftaucht. Also das Spezialjahreszeitmonster habe ich sowieso, glaube ich, noch nicht gesehen. Nein, an dir gehe ich mal gepflegt vorbei. Den da habe ich noch nicht. Ja, der Blödler. Du hast auch einen komischen Namen. Okay, ich habe schon bei dem die Abwehr verringert, wo ich die Abwehr auch verringern wollte. Versuchen wir ihn noch mal anzuwerben. Schmeckt das Gammelfleisch. Ach Mann. Na gut, kann ich wenigstens prüfen, wie viel er noch ausgehalten hätte. Okay, einmal hätte ich ihn noch mit dem Kohlenschleim angreifen können. Ist vermerkt. Und tot. Stimmt ja, ich habe Begabungspunkte, die ich noch gar nicht ausgegeben habe. Na gut, die Steinschleuder und so weiter würde ich mir aber auch generell nicht so wirklich gönnen. So, dann versuchen wir ihn anzuwerben. Die Prozesszeugung sieht doch gut aus. Blöran. Ein Magiemagister. Oh, da muss ich mir eben kurz angucken. Oh, Schütt, Krach, Säuse, Knister. Das ist eine sehr gute Fähigkeit. Ja, da dürfen die Punkte direkt in investiert sein, bitte. Hat sogar Schwächung mit drauf und Magieentzug.
Davon die bessere Version wäre noch geil, wenn da Energiestups wäre und nicht nur Energieschub und so weiter. Ihr versteht schon, was ich meine, ne? Na gut, können wir uns auch direkt den Eintrag gönnen. Blödler, diese zyklopischen Clowns machen einen auf süß und knuddelig. Aber hinter verschlossenen Türen sind diese Schergen des Oberherrn der Unterwelt ziemlich griesgrämiger Zeitgenossen. So griesgrämig sehen die aber nicht aus. Ich finde es geil, dass der Bereich da einfach Fort Knox heißt. Ich habe mit einer Sequenz gerechnet. Okay. Das eine Vieh, was mir draußen noch gefehlt hat, das kann auch hier drinnen auftauchen. Hier ist aber definitiv nochmal was Neues. Den Sichelschlitzer kann ich ja noch im Nachhinein versuchen, mir zu holen. Ich glaube, hier werde ich mich erstmal verlaufen. Na gut, ich weiß ja, welche Monster ich definitiv ignorieren kann. Dich habe ich noch nicht. Ein Ex-Soldat. Mal gucken, ob wir ihn angeworben kriegen. Lass es dir schmecken. Sieht gut aus. Armin. Eschrasek. Mit der frostigen Klinge. Rang E sogar. Ich merke jetzt, dass sie hier alle Level 26 sind. Nachtspalter, was ist ein Nachtspalter? Ach, ein Angriff mit Dunkelheit. Da ist auch Schütt drauf. War es wahrscheinlich die 90? Ja. Bei 29 ist 100 Poden Schleimmonster. Ex-Soldat. Drakonische Duellanten, die sich hauptsächlich als Glücksritter durchs Leben schlagen. Sie gehören dem Ruf nach zu den besten Schwertkämpfern im ganzen Nadiria. Okay, hier kann ich direkt nochmal eine Ebene hoch. Hier ist aber kein neues Monster mehr. Das heißt, das Monster, was wir suchen, ist entweder auf der ersten oder zweiten Etage. Ich gönne mir die Kiste da und gehe wieder runter. Danke, dass ihr für mich drauf aufgepasst habt. Wir schauen uns natürlich sorgfältig um, ne? Wir gucken uns jedes Eck an. Da komme ich nicht durch. Die Truppen versammeln sich. Als ob hier oben bei dir nichts ist. Okay, hier geht's nur runter. Da bin ich dann auch wieder am Anfang. Macht ja nichts. Ich überlege gerade, rechts rum oder hier rum? Gehen wir erstmal hier entlang. Ach, die Dinger kann man öffnen. Okay, ich sehe da einen Topf. Mit nichts drin. Noch ein Topf. Chemische Keule. Ist eine chemische Keule. Shining, das ist eine Keule, die mit Chemie gemacht wurde. Ja, ich kann in eure Köpfe hinein, so in da, chemische Keule. Oh. Habe ich 29 Mal, aber weiß trotzdem nicht, was es ist. Genial. Wieder typisch für mich.
Mini-Medaille? Nö. Wolltet ihr Essen oder einen Chemieunterricht veranstalten? Sieht mehr nach Chemieunterricht aus. Da war ich noch nicht. Da kann ich auch nicht lang. Ja, genau. Geh mal von der Leiter weg. Das ist sehr nett von dir. Da ist wahrscheinlich die Leiter, zu der ich hin will. Oh, auf jeden Fall da auf. Dann gucke ich erst von der anderen Seite noch da unten. So, gucken wir mal, was da dort ist. Ich glaube, ich habe deren Schlafquartier gefunden. Ich bediene mich einfach, ne? Wusste, dass hier irgendwo eine Mini-Medaille sein muss. Jetzt habe ich mal die Leiter ganz links genommen. Ich habe den zweiten Bankettsaal gefunden. Ich will nur durch. Erstmal zu dem Raum da. Kiste! Drei Talentsamen, das war es doch allemal wert. Da sehe ich noch zwei Krüge. Ich muss hier durch. Okay, jetzt sind wir auf Ebene 3. Gucken wir doch erstmal hier runter. Kisten. Kann ich die Goldbahn haben? Ernst gemeinte Frage, ich will die Goldbahn haben. Na gut, wieder nach oben. Ich will nur vorbei. Ich will gar keinen Stress mit euch. Auch wenn ihr ihn offenbar mit mir haben wollt. Er ist verwirrt, ich habe eine Tür aufgemacht. So verwirrt ihr sie, Leute. Macht einfach Türen auf. Alter, ich finde hier ultra viele Kisten. Drei Dosen, Dusel, Fusel. Da hatte ich ganz schön Dusel. Mit dem Fusel. Ist ja gut, ich höre auf mit den schlechten Witzen. Fresskiste. Ja, sorry, Leute. Fresskisten muss man einfach mitnehmen. Die sind so selten, als dass man sie ignoriert.
Eins Labyrinth hier. Mann, das einzige Labyrinth hier. Rauf und runter geht's die ganze Zeit. Danke fürs Vorbeilassen. Echt nett von euch. Die einfach so vorbeizulassen. Da will ich auch rein. Ein Reichmacher. Der wird mich reich machen. Ist ja gut, hab verstanden. Das war ein guter Witz. Oh, Ebene 4. Hier ist auch wieder Spezialmonster. Nur, dass es bisher noch nicht aufgetaucht ist. Mach mal eben kurz den Weg frei. Danke. Tschüss. Ich gehe einfach mal durch. Ah, da vorne ist der Teleporter. Den nutze ich einmal kurz. So. Ich war jetzt einmal kurz im Turm zurückgegangen und habe meine Kameraden schon mal geheilt. Ich finde es merkwürdig, dass ich die 29 nicht getroffen habe. Ich würde sagen, let's go. Darius, cease thy wicked right. Traitorous wretch. Have you forgotten you owe your rust-ridden life to Lord Barbatos? This is it for you, you clanking ingrate! You're done for! Wir werden auch sehen, wer hier wirklich erledigt ist. Machen wir erstmal die Ads weg. Oh, mega Schwächung hat direkt bei allem funktioniert. Das ist sehr schön. Und einer von unseren schläft. Habe ich noch Riechsalz? Ich habe Riechsalz. Okay, die Ads sind wir schon mal los. Ich würde sagen, überlassen wir es unseren Kameraden. Aber vorher... Ja, das muss ich außerhalb der Kämpfe machen. Ich wollte denen verbieten, dass der Energieschub nutzt. Ist schon tot. Da ist war ja mal mega düster. 4000! Und trotzdem kein einziges Level up. Damned! Rust Bucket! I can take you with me at least! Watch out!
But, sir, thou weathered that mighty blow for me? Clanking. Treacherous. Fool. Yay. Look! The sky is brightening! Now we can expose Barbatos's weakness! All we have to do is wait for the Steel Gleam Solstice. Good sir, thou risked thy life to save mine, though honor did not demand it. I hereby vow to be the one to save thee next time. As such, wilt thou allow me into thy service? Klar, warum nicht? I am most deeply honored. I shall do as thou biddest, fine sir, as thy steadfast sword and shield. And once Barbatos is overthrown, this land shall finally know freedom. The end is close at hand. But first, there is something I would like to present thee. I shall strike out for thy tower and bid thee join anon. Werde ich. Well, it should be much easier for you to scout monsters here now. Though it sounds like we should head back to Rosehill first. Ja gut, hier oben ist jetzt nichts mehr, ne? So, soll ich komplett nach Hosenbühl oder reicht es, wenn ich hier oben stehe? Nee, ich werde hier gebraucht. Oder wartet der ganz unten? Nee. Oh, Kiste. Ich hab das Gefühl, da tauchen immer wieder mal neue Kisten auf. Tourney taking place in Endor right now, but not for monsters, for humans, which is just perfect for you, my friend. I believe you're keeping your eyes peeled for heroic types, and what better place to go looking than a fur-flinging contest like this? Ah, aren't I kind, furnishing you with all this fine information? I'm categorically the best feline friend you could ever hope to find. Now, you'd best pad along to Endor and sign up as quick as you can. The early cat catches the mouse and all that. Der Vogel fängt den Wurm, war der Spruch. Okay, ansonsten passiert hier jetzt nichts. Das Teil will halt, dass ich nach Endor reise. Ja gut, ne? Wir wissen ja dann, wo wir beim nächsten Mal hingehen. Wir werden nach Endor reisen. Und wieder an einem Turnier teilnehmen. Ich glaube, in meinem jetzigen Team kann ich das gut schaffen. Ich sollte aber, das kann ich auch jetzt eben kurz machen, eben kurz in den Talentplan gehen. Und den eventuell die schlechten Fähigkeiten verbieten. Wie zum Beispiel die Einzelbooster-Fähigkeiten. Ja, ich würde sagen, für das Turnier sind wir vorbereitet. Also, wir sollten eigentlich easy peasy durchkommen. Die Frage ist, ob wir die darauffolgende Stufe eventuell auch schon direkt schaffen können. Naja, das werden wir alles beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann.